Donja Claudia hier. Jetzt gilt es aber schnell ein Abendbrot zu zaubern. Und ich hatte mir vorgenommen, das Hühnchen zu machen mit Zitrone, weil ich doch die Zitronen von Krautfarmig verwenden will. Jetzt gilt es aber hurtig, hurtig. Ich zeig dir mal, wie es jetzt vor dem Ofen aussieht. So, ich habe so ein Huhn zerteilt. Und da kommt. Ups, habe ich die Zwiebel vergessen. Also schon wieder improvisieren, ab in den Ofen noch. Das reicht noch. So, und während das Hühnchen im Ofen schmort, habe ich nicht den Basilikum, wie das im Rezept steht, gehackt, sondern musste ich schon wieder improvisieren. Rucola, und da habe ich ja ganz viel im Gewächshaus. Das kommt dann hier rein und der Hausherr hat ein Sellerie-Kartoffelpüree gekocht. So sieht das jetzt aus dem Ofen genommen. Oh, an dem Huhn war jetzt nicht so viel Dolles dran. Das ist jetzt alles aus dem Ofen gekommen. Das griechische Zitronenhühnchen habe ich jetzt aus dem Ofen genommen. Muss ich allerdings sagen, wenn ich mal was sehe, zum Beispiel bei Crowdfunding oder so Farming, da würde ich dann auch ein Hühnchen beziehen, weil das hatte nicht viel auf den Rippen. Aber sieht gut aus. Ich zeige gleich ein Bild. Ach, kann man gelten lassen. Optisch schön, Geschmack werde ich gleich gucken. Also, wie sich herausstellte, war das wohl eher ein altes Tier. Oder ich habe aus Versehen das Suppenhuhn genommen. War jedenfalls ziemlich hart und es wurde doch eher eine vegetarische Mahlzeit. Also das nächste Mal besser. Aber trotzdem, gut sieht's aus. Und die Soße war super lecker mit den Zitronen.